Ich heiße Michael Kotsch und bin Dozent für Theologie und für Kirchengeschichte. Nebenher habe ich in den letzten Jahren auch 3 Bücher über Weihnachten geschrieben. An sich feiere ich wirklich gerne Weihnachten. Das, was mir beispielsweise gefällt, sind die Weihnachtsbäume oder wie man früher sagte, die Christbäume. Wenn die da mitten überall, wo es dunkel ist, dann leuchten sie und dann sind die bunten Christbaumkugeln daran und die Kerzen aufgestellt und vielleicht noch irgendwelches Lametta hängt daran herum. Also ich finde das immer wieder beeindruckend. Und vielleicht haben Sie sich auch schon die Frage gestellt, woher denn eigentlich dieser Weihnachtsbaum kommt. Manche tippen auf die alten Germanen, die hätten das gemacht, um ihre Götter anzubeten. Oder manche sagen, das sei von den alten Römern übernommen worden. Wenn wir genau hinschauen, stimmt das alles nicht. Denn die ersten Christbäume sind im 14. Jahrhundert im Elsass aufgetaucht, da, wo schon das Christentum über Jahrhunderte hinweg etabliert gewesen ist. Man hatte den Christbaum in der Kirche aufgestellt und hatte dabei sogenannte Paradiesesspiele aufgeführt. In diesen Spielen sollte die gesamte Geschichte der Bibel kurz dargestellt werden, von der Schöpfung der ersten Menschen bis hin zur Ewigkeit bei Gott. Und immer in der Mitte zwischen den Schauspielern stand dieser Baum. Es sollte der Baum des Lebens sein. Der Baum, wo Gott von Anfang an versprochen hat, der Mensch soll nicht sterben, sondern er soll ewig leben. Das soll der Baum sein, naja, das Kreuz, an dem Jesus Christus für unsere Schuld gestorben ist, damit wir in Ewigkeit bei Gott sein können. Und das finde ich doch einen ganz wichtigen Gedanken, zu Weihnachten sich daran zu erinnern, es ist nicht nur irgendeine Tanne oder irgendeine Fichte, sondern es ist ein Hinweis darauf, auf unser Leben und auf das ewige Leben.